Naja, man sagt ja immer, man kann aus allem etwas Positives sehen. Sicherlich ist das nicht positiv. Das wäre bei uns, wenn wir in die Verbandsliga Bremen absteigen würden, genauso der Super-GAU, weil da spielt unsere zweite Mannschaft und die spielt da schon eine sehr, sehr gute Rolle. Und die Spieler werden teilweise nicht dementsprechend gefordert. Die Regionalliga sollte und müsste es schon sein für eine zweite Mannschaft. Das ist ganz klar, das sieht der HSV genauso. Nur man hat eben auch da gesehen, der HSV hat sich mit einer, also wir haben ja auch eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wir spielen ja teilweise auch immer mit einer reinen U21. Der HSV spielt auch immer mit einer sehr jungen Mannschaft. Und du siehst schon, wenn junge Spieler eben die Erfolgserlebnisse nicht haben, dass sich vieles summiert mit einmal und damit einmal Serien zustande kommen, mit denen man vorher nicht rechnet. Und die Negativserie, die Negativspirale, die der HSV hingelegt hat, ja, die ist ja nur einmal unterbrochen worden. Das war, als sie hier 1-0 gegen uns gewonnen haben. Man könnte meinen, ich hätte Rodolfo geholfen.